Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Das ist eine Sache, die ich schon seit 3 Monaten oder so nicht mehr gesagt habe. Ich wollte jedenfalls dieses Jahr noch irgendwas bringen und das ist jetzt so meine letzte Chance. Ich würde gerne 2019 wieder mehr bringen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass das irgendwie eine Sache ist, die ich schaffe, auch wenn ich grundsätzlich eigentlich weniger Zeit habe als dieses Jahr. Aber das wird alles eine Sache sein, die irgendwie funktioniert. Und ja, ich denke, das reicht erstmal als Einleitung. Wir spielen Sims 4, wie ihr unklar erkennen könnt. Das ist alles nur zum Test gewesen, nicht wundern. Jedenfalls machen wir was ganz Besonderes, was ich schon lange machen wollte. Denn mein Cast funktioniert wieder und meine Galerie. Und dementsprechend können wir jetzt auch wieder Challenges machen. Und die erste Challenge, die ich machen will, ist folgende. Und dafür müssen wir zuerst in die Windows-Einstellungen gehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich dann auch betroffen bin, als meine Cam auch betroffen ist. Jedenfalls müssen wir den Farbfilter einstellen und es ist alles schwarz-weiß. Wir machen die Schwarz-Weiß-Challenge oder Black-and-White-Challenge. Kommt natürlich wieder aus dem englischen Raum und so weiter, wie eigentlich alle Challenges. Jedenfalls hatte ich sehr Lust darauf. Und wir müssen jetzt ein Sim erstellen, in dem wir nur alles in Schwarz-Weiß sehen. Ich bin gespannt, was daraus wird, denn es gibt einige Leute, die kriegen das gut und andere Leute, die haben einfach nur Katastrophen erstellt und ich würde mich gerne eingliedern in irgendeine Kategorie. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Wir machen die liebe Dame hier erstmal ein bisschen nackig, weil so funktioniert das hier nicht. Ja, hier das auch alles weg. Zack. Hier werde auch versuchen, viel Custom-Content zu benutzen, denn da weiß ich ja noch weniger, was irgendwie an Farben und so weiter ist. Ich würde sie gerne ein bisschen dünner haben. Das ist schon so okay, denke ich. Gebt ihr Boobies. Nicht zu viel, bitte. Danke. Wir wollen es ja nicht übertreiben hier, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wie man Videos macht. Nach 3 Monaten ist es so. Oh. Ja, gut. So, ein bisschen schmaler. Ich denke, so ist schon ganz okay. Wir machen erstmal mit dem weiter, was erstmal nicht so wichtig ist, was irgendwie angeht mit Farben und so. Wir nehmen einfach mal Augenbrauen. Das ist eine wichtige Sache, die kann viel ausmachen. Die sehen sehr dunkel aus. Ich glaube, ich nehme die erstmal. Ich meine, das kann ich ja alles noch ändern. Das ist ja keine No-Mistake-Challenge. Ah, ich glaube, die mag ich nicht so. Oh, die sind ein bisschen sehr buschig. Leute. Augenbrauen. Was? Also ich habe schon schöne Augenbrauen hier drin und so, aber nichts, was mir jetzt gerade bei ihr irgendwie gefällt. Bisschen weiter runter. Ich denke, das sieht schon ganz okay aus. Ich mache die mal erstmal ein bisschen heller. I guess. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier für eine Haarfarbe geben werde. Und weil ich Custom Content nutzen werde und Alpha Hair wahrscheinlich, wird das eh eine Katastrophe wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was ich ihr vor Augen geben möchte. Sie braucht auf jeden Fall nachher Lashes, damit sie ein bisschen besser aussieht. Ich drücke mal ein paar Mal auf Random. Bis ich irgendwas habe, wo ich mir sage, ja, daraus können wir was machen. Die sind schön. Ich glaube, ich behalte die sogar so. Ich weiß nur nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Und das ist ein Problem. Ich möchte halt auch nichts Krankes oder so. Also sie soll schon normal aussehen. Also es wäre ganz schön. Ich weiß nicht, was es für Augenfarben sind, aber ich glaube, ich entscheide mich für die hier. Bitte sei irgendwas, was okay ist, weil sonst ist mein Leben vorbei, glaube ich. Ich würde sagen, ich füge jetzt erstmal Hautdetails hinzu. Okay, wir müssen noch ihre Hautfarbe, ne? Ich denke, die ist ganz schön. Hoffentlich. Bitte passt zu ihrem Typ. So, dann war. Nein! Dann kann ich nämlich wenigstens einfach schon mal ihre Lashes entfernen. Und ihr neue Lashes hinzufügen. Oh, was kriegt sie denn für Lashes? Ich habe ja verschiedene. Ich würde dir auf jeden Fall so ein Overlay geben.
Jo, und ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, oder? Ich glaube, ich gebe die hier. Hast du eine von denen? Oh, das sieht schön aus. Die sind nicht so übertrieben. Ist noch relativ realistisch. Gefällt mir so. Sie kriegt die obligatorische Zahnlücke, weil es einfach cute ist. So, I don't know. Ich glaube, sonst kriegt sie aber keine Skin Overlays oder so. Soll ich ihr Freckles geben? Das wäre, glaube ich, auch ganz cute. Nein, das geht mit denen nicht. Habe ich sonst irgendwo Freckles? Da habe ich Freckles. Die sind nicht so stark. Ah, das sieht süß aus. Zumindest in Schwarz-Weiß. Wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Ich möchte ihre Nase noch ein bisschen. Was können wir aus ihrer Nase rausholen? Kann ich. Wie macht man das? Eigentlich ist das süß, ne? Warte, geht das nur im Detailbearbeitungsmodus? Ich habe so lange keine Sims mehr so erstellt. Wie dreht man das? Okay. Ich richtig überfordert. Ihren Mund finde ich eigentlich ganz schön und ihre Ohren auch. Dass alles am Gesicht passt. Ich denke, sie ist ganz hübsch. Bisher. Hoffentlich. Na, mal gucken, was wir für ihr für Haare geben. Okay, das ist, glaube ich, so nicht richtig. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich finde, die sehen ganz süß aus. Ich glaube, ich habe die noch nicht so oft benutzt, obwohl die eigentlich ja sehr casual sind. Und jetzt, da sind, glaube ich, auch Ombre-Farben. Oder wenigstens eine. Hier ist noch was. Ich bin jetzt einfach mal mutig und nehme die hier. Es könnte jetzt eine bunte Farbe sein oder halt eine natürliche. I don't know. Ich hoffe, es sieht okay aus. Aber bisher finde ich sie ganz cute. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt mit Make-up und so weiter nicht so Probleme habe. Kann ich hier irgendwas geben? Sieht das? Oh, das sieht süß aus. Ich glaube, der ist schwarz und ich bin jetzt einfach mal langweilig und lass ihr den Beanie auch an, weil den finde ich cute. Der passt zu ihr. Ich könnte ihr auch Piercings geben. Aber das passt leider nicht zu ihrer Nase. Passt vielleicht ein Stecker? Wo ist der Stecker? Links. Das ist ja da, wo das hier wäre. Wo ist der Stecker? Der ist irgendwie nicht so existent. Es funktioniert mit ihrer Nase. Ist fast bei ihrem Septum. Na, das passt zumindest rein. Mal gucken, was habe ich denn für Septums? Ich gebe hier mal so ein Septum. Ich denke, das passt zu ihr. Und ich würde ihr gerne. Hätte ihr auch, glaube ich, Plugs gegeben. Hätte sie nicht Haare, die über ihre Ohren gehen. Ich hätte gerne einen Choker oder eine Kette oder so. Irgendwas, was sehr süß ist. So. Ich habe mich jetzt für den hier entschieden. Hat der verschiedene Farben? Nicht wirklich, ne? Dann nehme ich einfach den zweiten. Dann ist es schon nicht mal ganz so. Weil es ist dann eventuell auch nicht mehr ganz so eine Farbe wie. Weil das erste ist ja meistens immer irgendwas Schwarzes oder Weißes, weil das halt das ist, was halt die meisten benutzen. Und ja. Make-up. Ich habe ein bisschen Angst, hätte ich gesagt. Aber naja. Ich würde dir gerne etwas geben, was nicht so auffällig ist. Das sieht sehr auffällig aus. Aber sie sieht echt hübsch aus, ne? Oh Gott. Ah, das ist, glaube ich, nicht so krass. Das matcht ein bisschen ihre Haut, zumindest in Schwarz-Weiß. Ups. Soll sie einen Eyeliner bekommen? Ich liebe sie.
Oh Gott, und was soll ich hier jetzt noch geben? Also ich nehme gerne Blush, weil Blush ist so. Blush ist halt so was Natürliches, so. Irgendwas, was halt natürlich auch aussieht. Ich glaube, ich nehme einfach mal den hier. In der Farbe hier. Also bisher. Also in Schwarz-Weiß gefällt es mir sehr gut. Ich hoffe, sie sieht auch sonst gut aus, weil sonst weine ich. Was haben wir denn? Haben wir hier. Der ist aber sehr glossy. Das gefällt mir nicht so an ihr. Haben wir was, was nicht so glossy ist? Der ist nicht so glossy. Ich nehme den hier. Es wird farblich am Ende bestimmt nicht zusammenpassen, aber I don't care. Okay. Ich hätte ihr Kontaktlinsen geben können, aber ich glaube, sie ist nicht der Mensch dafür. Okay, Kleidung. Oh Gott. Ich habe so viel, Leute. Ich kann mich doch niemals entscheiden. Ich probiere einfach aus. Das ist auf jeden Fall schon mal meine engeren Auswahl. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt. Also ich wollte es immer benutzen, aber irgendwie hat es nie gepasst. Das gefällt mir gerade sehr. Oder das hier. Das ist natürlich auch sehr sexy, ne? Aber ich gucke noch mal weiter, ob wir noch was finden, was irgendwie besser dazu passen würde. Okay, ich habe mich entschieden, ich möchte dieses Oberteil haben. So, und jetzt ist die Frage, welche Farbe nehme ich? Irgendwas so in die Richtung hätte ich jetzt gesagt. Das sieht einfach genau gleich aus. Schwarz-Weiß tötet mich. Ich habe übrigens so ein Ding auf, weil meine Haare sehen aus wie Müll und ich wollte euch das nicht antun. Ich hoffe, ihr versteht mich. Eine Hose. Aber ich denke, das wird nicht so schwer sein, weil ich meine, es sind Hosen. High-waist Jeans sind nice. Oh, ich denke, also das passt nicht dazu. Also wenn, würde ich, glaube ich, eine lange Hose ihr geben. Oder einen Rock. Ja, aber ich glaube, High-waist sieht auch nicht so. Also, ich denke, eine normale Jeans oder so würde ihr besser dazu passen. Okay, ich glaube, ich nehme die hier. In der Farbe. Weil die ist ganz gut. Hat die noch andere Löcher sonst irgendwo? Nö, okay, die hat immer dieselben Löcher, das ist gut. Dann nehme ich einfach mal die hier. Und gucke, ob ich ihr irgendwie noch was sonst geben kann, an Armbändern oder irgendwas. Ja, nimm einfach. Wird schon irgendwie funktionieren. Es wird so schlimm werden. Ich habe so Angst. Ja, sie braucht noch Schuhe. Oh Gott. Was für Schuhe? Die sind halt cool, aber irgendwie passen sie nicht so ganz zu ihr. Also die finde ich auch geil so. Aber ich glaube, also es passt irgendwie nicht so zu ihrem Outfit. Wir können natürlich auch Classic sein und ihr einfach Vans geben. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen langweilig, oder? Leute. Oder ich gebe ihr einfach die hier. Ich denke, das ist ganz gut. Aber ich glaube, ich ändere ihren Joker nochmal.
weil der halt nicht so gut da passt. Man sieht ihn halt kaum so und das ist halt nicht das, was ich damit erreichen wollte, wisst ihr? Oder wir lassen es einfach ganz weg, weil das hat ja selbst, das Oberteil selbst hat ja schon ein bisschen was so. Also ich finde sie so hübsch. Ich hoffe, ich finde sie auch hübsch, wenn es nur darum geht, dass sie halt in Farbe ist. Wie heißt sie eigentlich? Sandy Sommer. Ist okay. Ich hatte schon schlechtere Namen in Sims 4, wenn ich auf random geklickt habe. Okay. Ich zeige euch jetzt nicht, dass ich das umstelle. Ich werde es jetzt einfach tun. Und ihr werdet es zuerst sehen, weil ich habe gerade die Einstellung direkt darüber. Und ich habe Angst zu klicken. So, was so ihr Gesicht und so angeht, finde ich sie echt hübsch. Also bis hierhin, Props auf jeden Fall an mich. Es ist gut geworden, tatsächlich. Es ist sogar bunte Farben hier, das finde ich sehr schön. Und ich finde auch, das Oberteil passt da noch ganz gut zu. Die Hose ist auch okay. Und dann kommen die Schuhe. Also das einzige Problem sind die Schuhe. Was wären die anderen Farben gewesen davor? Grau. Naja, ich glaube, die obere Reihe hätte sowieso nicht so gut gepasst. Und ich weiß nicht. Auf jeden Fall werde ich irgendeine andere Farbe nehmen sollen. Na. Ja, aber dann nehme ich schon Schuhe, wo ich weiß, sie sehen gut aus. Und dann nehme ich die falsche Farbe. Ja, gut. Aber an sich im Großen und Ganzen ist sie auf jeden Fall ein Favorite von mir. Und sie sieht halt auch mal echt anders aus als alle meine anderen Sims. Weil, keine Ahnung, sie hat so ein bisschen ihren eigenen Look. Vielleicht trägt man das ja so, dass man rote Schuhe zu diesem Outfit trägt. Zweimal trägt. Ich bin es nicht mehr gewohnt, mit einer Kamera zu reden. Wir geben eh noch irgendwelche Traits. Okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass sie eine Partylöwin ist. Ich finde, sie sieht irgendwie danach aus, dass sie ehrgeizig ist, eifersüchtig und ein Bücherwurm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ihre Eigenschaften sind von dem, wie sie halt aussieht. Und also mir gefällt sie schon sehr gut. An ihrem Kleidungsstil, zumindest was ihre Schuhe angeht, kann sie nochmal drüber nachdenken. Aber im Großen und Ganzen gefällt sie mir. Wie gefällt sie euch? Dann schreibt es mir doch bitte mal. Und ob wir sowas vielleicht nochmal machen sollen oder eine andere Challenge. Und I don't know. Ich versuche auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger was zu machen und nicht 3 Monate Abstand zu haben. Und I guess, das war's dann erstmal mit dem Video hier. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, was irgendwie im neuen Jahr wahrscheinlich sein wird. Und ja, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Tschüss!